Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Test. Und zwar hatte ich ja schon in einem der letzten Videos mal meinen neuen Handgepäckskoffer gezeigt. Und ich habe mir aber auch gleichzeitig noch einen großen bestellt gehabt, weil genau, morgen geht es wieder auf Reisen. Und zwar fliege ich nach Las Vegas, feiere dort Silvester und dann geht es mit dem Auto einmal quer rüber bis nach Miami für die nächsten Wochen. Hab schon richtig Bock drauf auf die Tour. Ja, aber vorher muss ich erstmal einen Koffer packen. Und ja, ich würde sagen, wir testen einfach mal den neuen, wie das Ganze so aussieht, wie der aufgebaut wird. Und was ich mir noch dazu geholt habe, das habe ich schon öfter gesehen, aber noch nie gehabt. Und zwar so eine Packtaschen, quasi kleine, damit man ein bisschen mehr Organisation im Koffer hat. Das gucken wir uns gleich mal in Ruhe alles an. So, hier ist das gute Teil, auch hier wieder mit dem Griff zum Tragen. So, ich habe schon mal einmal aufgemacht. Da sieht man nochmal den kleinen. Also mit dem bin ich wirklich super zufrieden schon, muss ich sagen. Der rollt sich butterzart. Also den kann man mit einer Hand bewegen. Finde ich richtig angenehm. Ja, da liegen schon ein paar Klamotten, die eingepackt werden sollen. Ja, jetzt brauche ich aber erstmal den großen Koffer. Na, so, machen wir den mal auf. So, auch hier wieder, das fand ich beim letzten schon so cool, nochmal separat verpackt. Also, dass da wirklich nicht gleich mit Kratzer, Schäden etc. und so weiter ankommen. Werde den gleich mal hier rausholen. Habe beim letzten Mal schon festgestellt, mit einer Hand ist das ein bisschen schwieriger, auch die Bänder aufzumachen. Also packe ich den erstmal aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da haben wir ihn. Der ja, ist halt eine Nummer größer als der andere. Aber auch wieder vom Design sehr schick, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig gut. Also hier sieht man ihn nochmal. Also sehr groß auf jeden Fall. Also da sollte ich eine ganze Menge reinkriegen. Auch hier sehe ich schon wieder mit dem Schloss. Zack, auf. Also genauso wie bei dem Handgepäckskoffer. So, und dann kann man das auch wieder hier reinmachen. Dann ist der Koffer auch wieder verschlossen, sodass da nicht irgendeiner ungewollt den aufmachen kann. So, dann öffnen wir den nochmal. Auch hier wieder die Rollen, 360-Grad-Drehung und gerade mal 1-2 cm geschoben, also auch der sehr geschmeidig, was das angeht. So, dann haben wir hier das gute Stück. Okay, also was ich schon mal sagen kann, so man sieht das hier vielleicht, die eine ist ein bisschen schmaler, die eine Seite, und die ist ein bisschen tiefer. Finde ich aber auch gar nicht so verkehrt. So, weil man hat ja doch ab und zu mal höhere Sachen, wo das ein bisschen problematisch wird. So, einmal aufmachen. Ja. Ja gut, ein bisschen Luft hier drin. So, hier haben wir wieder das mit dem Verschluss. Zack, mit einer Hand. Und hier wieder kann man dann festziehen. Aufmachen, so. Das Übliche. So, hier zwei Zwischentaschen. Und hier haben wir dann nochmal einmal die große. Zack. Oh ja, sehr tief auf jeden Fall. Also, das finde ich richtig, also, richtig wirklich gut, ja. Sehr feines Deutsch. Genau, hier haben wir dann auch richtig viel Platz zum Verstauen für Klamotten. Hier haben wir auch wieder die Schienen. Klar, das ist normal, das hat man halt bei den Koffern. Das gehört dazu. Hier hatte ich ja letztes Mal schon einen Tipp, so Kleinigkeiten, Unterwäsche. Hier würden sogar T-Shirts zwischenpassen, dass das so auf der Höhe ist. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus, was das Platzangebot angeht. Und dann werde ich jetzt gleich mal anfangen zu packen. Und wie gesagt, diese Packtaschen mal austesten. Also rein vom Design, gleiche Farbe. Wirkt jetzt vielleicht hier nicht so ganz in der Kamera. Licht ist nicht optimal. Ja, aber optisch auf jeden Fall ein Hingucker. So, jetzt gucke ich mir mal die Tasche an, was hier noch so Schönes drin ist. Also da haben wir... Ah, okay. Eine kleinere. Ach, und hier sind so eine Patches, die man darauf machen kann. Auch ganz cool. Dann kann man immer erkennen, was drin ist. Also hier wäre jetzt, könnte man Ladekabel, hier ja, Hygieneartikel. Und hier hat man auch nochmal so für Schuhe. Ja. Auch Hygiene, würde ich sagen, soll so eine Cremetube sein, glaube ich. Also und Hosen, also Klamotten. So, da haben wir quasi zwei kleine hier.
und eine große. Auch nicht verkehrt. Und eine so eine mittlere. Also hier durften tatsächlich Schuhe wahrscheinlich reinpassen. So, hier ist auch so ein Patch wieder drauf. Hier haben wir nochmal Patch mit dem Logo. Also von der Größe finde ich die ganz cool. Da kann man tatsächlich so gewisse Sachen zusammenpacken, ohne dass die, ja, dass man groß suchen muss, wo man die hat im Koffer. Also werde ich gleich mal testen, wie viel da in eine so reinpasst und wie man das dann am besten im Koffer stapeln kann. Also ich habe mir jetzt auch nochmal den kleinen dazu geholt, also den Handgepäckskoffer. Und dabei, so machen wir mal hier auf, ist mir aufgefallen, dass die große Tasche perfekt in den kleinen reinpasst. Also dafür ist es optimal. Dann kann man die mittlere Tasche nehmen, die passt dann quasi da oben rein. Und die beiden kleinen kann man eine da und dann passt das perfekt in den kleinen Handgepäckskoffer. Also das finde ich ja schon mal richtig cool, dass das optimale Maße dafür sind. Ja, also vielleicht nehme ich es dann auch fürs Handgepäck. Da werde ich dann nämlich schon so ein paar kleinere Sachen, ein Outfit auf jeden Fall mit reinpacken, sodass, falls der große mal nicht ankommen sollte, dass man zumindest ein komplettes Outfit immer mit hat. Finde ich auf jeden Fall schon mal richtig cool. So, dann habe ich jetzt die eine kleine hier mal aufgemacht. Da gab es auch noch so eine Trennwände quasi drin, die man hier mit Klettverschluss festmachen kann. Und dann kann man das quasi sich richtig schön unterteilen hier in dem Bereich. Also auch da wieder, finde ich, richtig gut mitgedacht und dann zumachen, sodass da nicht alles komplett durcheinander fliegt. Ja, also finde ich richtig gut, hat sich einer Gedanken gemacht bei den Leuten. So, dann gucken wir uns das mal an. Also ich habe jetzt mal die kleinen Taschen gepackt. Also hier habe ich tatsächlich ein komplettes Outfit drin. Pulli, T-Shirt, Hose, Unterbüchse und Socken. So, dann habe ich quasi einmal die Tasche für die Hygieneartikel. Einmal Rasierschaum kriege ich da rein, Rasierer, Zahnbürste, Zahnpasta, Deo, ja, ein bisschen was zum Eindieseln. Hier kann ich dann gleich noch gucken, was da noch reinkommt. Also auf jeden Fall gut sortiert, fliegt nicht durcheinander denn. So, dann habe ich in der nächsten Tasche so ein bisschen Elektroartikel. Ja, wir wollen da irgendwie vielleicht nochmal schwimmen, tauchen gehen, da so eine Unterwasserkamera. So ein Weg finde ich immer ganz nett. Ja, eine Polaroid-Kamera wollte ich mal austesten immer. Und hier habe ich dann nochmal Schuhe in der Tasche. So, und dann habe ich das quasi alles schon mal richtig gut verteilt. Und das werde ich jetzt mal in den kleinen Koffer packen. So, und da habe ich jetzt quasi alles in dem Handgepäckskoffer. Also es passt wie angegossen. Hier ist einmal der Schuhsack quasi. Ja, Hygieneartikel und die Kameras. So, dann kann ich das hier gleich einmal zumachen. So, zack, passt auch. So, hier habe ich jetzt einmal die große drin. Passt auch, wie gesagt, perfekt von der Höhe alles drum und dran. Jetzt hier nur noch gleich zumachen und dann kann ich hier sogar noch ein bisschen was drauf, weil Platz ist hier noch ein bisschen. Aber finde ich richtig gut, dass die so passend sind. Und hier habe ich dann immer noch, ja, mehr als genug Platz, um gleich die restlichen Sachen einzupacken. Denn ja, wir werden so auch viele dickere Sachen brauchen, denn Temperaturen haben wir von bis nachts irgendwie 5 Grad bis, wenn wir, also in Las Vegas, und wird wahrscheinlich bis zum Ende, hoffen wir zumindest, in Miami irgendwas bei 25 Grad sein. Also ich brauche von warm bis kurze Hose alles irgendwie. So, ich bin jetzt gerade dabei, den großen Koffer zu packen, habe jetzt schon mal die ersten Sachen, schon mal einen Pulli, eine kleine Kühltasche noch, dachte ich, ist vielleicht ganz praktisch, wenn wir unterwegs sind, dass wir auch mal so ein paar Sachen vielleicht, ja, kühl halten können, was so Essen angeht. Ja, Badelatschen, noch ein paar Schuhe, Handtücher. Ja, es werden zwar, oder gehe ich ganz stark von aus, in den Hotels Handtücher sein, aber wir wollen ja auch an den Strand, wenn alles gut geht, in Miami. Also habe ich nochmal ein Handtuch eingepackt. So, und jetzt kommt langsam der Rest, so Jacken, Pulli, Hose und so weiter und so fort. Gucken wir mal, wie gut der Koffer denn ausgefüllt ist. So, ich glaube, ich bin fertig. Also ich habe jetzt hier nochmal Jacken drin, ja, kurze Hosen, nochmal Pullis. Hier noch, ja, Pullis, also gar nicht mal so wenig. Hier noch mal eine Regenjacke, kurze Hosen noch mal, T-Shirts, ein Hemd, ja, hier auch noch mal T-Shirts. Also tatsächlich habe ich relativ gut eingepackt. Ich glaube, boah, so 10 Tage sollte ich hinkommen, bis wir es erstmal da waschen müssen. Ja, muss nachher eigentlich nur noch die Waschtasche dann rein. Die kommt dann hier mit rein, wegen den Flüssigkeiten. Keine Lust, die immer aus dem Handgepäck rauszunehmen. Ja, und dann bin ich auch eigentlich schon durch hier. Und tatsächlich relativ viel reingekriegt. Hier noch eine dicke Jacke oder eine dickere. So, hier noch eine Jacke. Genau.
Die eine da, die ziehe ich an. Ja, das werde ich anziehen und ja, dann bin ich eigentlich, wie gesagt, durch. Also ich hoffe, ich habe nichts vergessen. So, kommen wir zum Fazit. Also, ich war ja, wie gesagt, von dem Kleinen schon mega begeistert. Den Großen finde ich genauso super. Also zum einen die Optik finde ich super, also das Design richtig schick. Dann vom Aufbau, dass die eine Seite tiefer ist als die andere, finde ich richtig gut. Also super praktisch, da kann man auch mal, wenn man höhere Sachen hat, da reinpacken und muss das nicht in der Mitte quetschen. Denn auch so, es passt richtig viel rein. Also ich habe da jetzt diverse Jacken, T-Shirts, Hosen, Pullis, also alles drin, irgendwie Schuhe noch und so weiter und so fort. Also passt ganz gut. Ja, und wie gesagt, gerade in Kombination mit dem Kleinen passt das halt auch zusammen. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Ich werde euch mal unten einen Link mit reinpacken, wo man die kaufen kann. Wie gesagt, schaut euch gerne mal um. Die haben auch richtig coole andere Sachen. Achso, genau, die Taschen waren ja auch noch dabei. Finde ich auch mega praktisch. Vor allen Dingen, weil die zu dem Handgepäckskoffer passen. Finde ich richtig, richtig gut. Ja, habe auch noch einen coolen Rabattcode. Genau, den schreibe ich auch noch mit unten rein. Und dann, ja, würde ich einfach sagen, viel Spaß beim Shoppen. Und genau, ich werde jetzt so langsam den Rest fertig machen, denn morgen geht es zeitig los, muss ich zum Flieger. Und dann, ja, sehen wir uns das nächste Mal in den USA wieder, in Las Vegas. Also, bis dann. Ciao.